Hallo Christian, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte einmal kurz vor. Hallo, ich bin Christian. Ich bin bei Össo im Außendienst tätig und betreue unsere Kunden in Nordost. Ich möchte euch heute gerne unsere Steuerungsmöglichkeiten der iDigits Quantum und unserer Eilem Quantum vorstellen. Welche Steuerungsmöglichkeiten gibt es denn für unsere Prothesenhände bzw. Teilhandprothesen? Unsere Eilem Quantum und unsere iDigits Quantum können über die AIMO-Gestenkontrolle, über die Muskelkontrolle, die App-Kontrolle und den Gripschips der Annäherungskontrolle gesteuert werden. Bei der Gestenkontrolle ermöglicht die leichte Bewegung der Prothese in eine von vier Richtungen den Zugriff auf einen vorprogrammierten Griff. Die Griffe können in der MyEilem-App der jeweiligen Richtung zugeordnet werden. Bei der Muskelkontrolle weisen spezifische Muskelsignale den sogenannten Triggern die Prothesenhand an, auf einen Griff zuzugreifen, wenn den Trägern zuvor mithilfe der App ein Griff zugewiesen worden ist. Den Anwendern und Anwenderinnen stehen vier mögliche Träger zur Verfügung. Das Offenhaltensignal, der Doppelimpuls, der Dreifachimpuls und die Kokontraktion. Für die App-Kontrolle sind in der MyEilem-App Griffe als sogenannte Quick Grips auf dem Startbildschirm verfügbar. Für die Annäherungskontrolle haben wir die Gripschips entwickelt. Das sind kleine Bluetooth-Chips, die einen Griff herbeiführen, sobald man sich ihnen mit der Prothesenhand annähert oder ihn zweifach antippt. Die Gripschips können an jedem gewünschten Ort platziert werden und ermöglichen es den Anwendern und Anwenderinnen, einen Griff dort anzuwenden, wo sie diesen gerne verwenden möchten. Die Gripschips können in der MyEilem-App vorprogrammiert werden. Danke, Christian. Gerne, Leonie. Und wenn ihr mehr über unsere Steuerungsmöglichkeiten erfahren möchtet, dann meldet euch gerne bei uns.